Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind auf der Spielwarenmesse am Stand von Cosmos und ich stehe hier bei den Adventure Games. Zu denen habt ihr euch ja bereits ein Video angeschaut, aber das ist nicht die einzige Neuheit von Cosmos. Deswegen gehe ich mal weiter und treffe mich hier mit dem Frank. Hallo Frank. Halleluja. Und wir wollen uns jetzt mal gemeinsam euren Stand ein bisschen angucken und du erzählst mir was über eure Neuheiten. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir stehen bei The Awakening. Ja, ein kooperatives Storyspiel, wo wir zusammen versuchen wollen, unsere im Koma liegende Tochter wiederzubeleben. Dafür haben wir das Ritual der Erweckung, was wir versuchen zu erarbeiten. Es ist ähnlich wie bei den Adventures Games ein sehr storylastiges Spiel, ein etwas düsteres Thema, aber hier kommen auch sehr viele Rätsel, die wir zu lösen haben. Spielzeit ist ungefähr 3 Stunden bei dem Spiel. Das Spielmaterial ist wiederverwertbar. Es wird eine App benötigt, um die Lösungen einzugeben, die man sich halt aber auch vollständig downloaden kann und damit keine permanente Online-Verbindung braucht. Man hat hier diese Funktionen, hier drüber werden die Kapitel bestimmt, in denen ich dann immer weiterlese. Ich habe verschiedene Scheiben, die ich dann da entsprechend einsetze und lese dann halt entsprechend die Passagen aus dem Buch. Wenn mir irgendwann mal meine Aktionsscheiben ausgehen, kann ich mir über Verzweiflungskarten zusätzliche Aktionsscheiben holen. Das sorgt aber auch natürlich, wie der Name schon sagt, dass ich in dem Spiel auch voranschreite und immer verzweifelter werde bei dem Versuch, meine Tochter wieder zu erwecken. Ja, im weiteren Verlauf, um ein weiteres Eventspiel noch mit der Runde komplett zu machen, ein Krimi-Dinner für zu Hause, quasi in Murder Mystery Party, das Rundum-Sorglos-Paket der Krimi-Dinner. Es ist wirklich alles drin, von der Anleitung bis über Kochvorschläge, was man anziehen muss, wie man sich treffen muss, wie das ablaufen kann. Jeder Charakter weiß Bescheid, was er zu tun hat. Interessant ist hier, das läuft über 2 Tage, an denen man das spielen kann. Natürlich kann man es auch an einem Abend hintereinander wegspielen, aber es soll dazwischen eine gewisse Ruhephase sein, damit die Charakter sich untereinander nochmal verständigen. Ah, interessant. Und sind beides jetzt praktisch Anfänge von Reihen, die ihr auch vorhabt fortzusetzen? Es ist bei beiden möglich, dass die Reihe auch fortgesetzt werden kann. Momentan ist es Awakening, aber ein Versuch, der stattfindet und je nachdem, wie er halt ankommt, wird die Reihe dann auch eventuell fortgesetzt. Genau. Und wann erscheinen die beiden, beziehungsweise 4 sind es ja jetzt, 4 Teile? Genau, die erscheinen beide im Frühjahr noch. Das ist ja eine amerikanische Umsetzung, die ins Deutsche umgesetzt werden muss. Und bei den Partyspielen oder bei Murder Mystery Party ist es auch so, erscheinen dann noch im Frühjahr. Alles klar. Würde ich vorschlagen, wir gehen mal einen Tisch weiter. Genau, wir gehen dann jetzt mal die Runde der Cosmos-Klassiker, kann man es schon nennen, bei Andor. Kein neues eigenes Legendenspiel, was rauskommt, sondern die Befreiung der Riedburg, ein eigenständiges Spiel im Andor-Universum, was nach Legende 4 des Basisspiels spielt. Die Riedburg ist überfallen worden und besetzt worden von den Kreaturen und wir in einem eigenständigen Spiel müssen die Riedburg befreien. Grafik ist weiterhin von Michael Menzeln, Autor ist aber ein anderer, darf noch nicht gesagt werden und sehr viel mehr weiß ich auch selber noch nicht, okay, über das Spiel. Weil das wäre meine Frage gewesen, ob Michael Menzel das Spiel gemacht hat, weil er ja gesagt hat, er will kein Autor mehr sein. Also dann sind wir gespannt auf den echten Autor, der dann dahinter steckt. Die Grafik bleibt weiterhin von ihm, weil es einfach thematisch am besten reinpasst, wenn er das und das macht, er natürlich auch weiter. Und man sieht hier auch auf der Illustration ja schon, dass es wieder sehr, sehr schön werden wird. Oh, da bin ich sehr gespannt. Jetzt kommen wir zum Klassiker Catan. Jetzt kommen wir zum Klassiker Catan. Die Catan Big Box gibt es eine neue Version. War ja ausverkauft. Die limitierte Auflage aus 2016. Diesmal ist ein Würfelspiel noch mit drin und neue Karten. Das Einsteigerpaket für Catan, wie man es halt braucht, für 3 bis 6 Spieler. Im Zentrum dieses Jahr die Legende der Eroberer, wenn man hier weiter rumkommt. Ein eigenständiges Spiel, eine eigenständige Erweiterung für Städte und Ritter. Also am höheren Level, am höheren Ende angesiedelt, was das Catan-Universum bieten kann. Es ist ein Legacy-Spiel, wie bei den Legenden der Seeräuber. Auch hier hat man 3 Kapitel, die man spielen muss. Man sieht hier das auch schon thematisch auf dem Spielplan. Wir werden von Barbarenhorden überrannt, angegriffen. Und wir müssen versuchen, die grünen Landschaften, wo noch Zahlenchips drauf liegen, zu verteidigen. Je nachdem, wie weit die Barbaren voranschreiten, wenn die dann auf einem Landschaftsfeld sind mit einer Zahl, wird die Zahl weggenommen und das Feld ist dann für uns nutzlos. Wenn 6 Felder nutzlos sind für uns, ist die Legende verloren und wir müssen sie nochmal neu starten. Wir versuchen im Team, diese Barbarenhorden halt zurückzuschlagen
Und wer das natürlich am besten, sich am stärksten daran beteiligt, bekommt dann für Legendenpunkte. Die Legende geht über 3 Kapitel und wer dann danach die meisten Legendenpunkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Wie die Legende abläuft, wird hier auf diesem Tableau dargestellt. Hier wird immer wieder gezeigt, wann die Barbarenhorden angreifen. Und hier werden die Legendenpunkte gesammelt für gegen die Barbarenhorde und natürlich bekomme ich für die Siegpunkte auch ganz klar auch wieder Legendenpunkte dazu. Sehr spannend. Und man braucht wahrscheinlich das Katan-Grundspiel und alles andere ist hier in der Box drin. Städte- und Ritter-Erweiterung wird auch benötigt. Städte und Ritter wird auch benötigt. Grundspiel, Städte und Ritter und das noch, dann kann man das spielen. Es gibt auch neue Spielelemente, sieht man hier vorne, Kanone und Reiterei, damit halt die Ritter, die eigenen Katan-Ritter ein bisschen flexibler und stärker werden, um gegen die Barbarenhorden halt zu bestehen. Und auch 2 neue Ressourcen, Trauben und Bernstein, den man sammeln kann und spezielle Kampfkarten zu bekommen, die hier halt mit diesem rosa dargestellt sind. Genau, und wann erscheint das? Das kommt im Herbst raus. Alles klar. Das heißt, was wir grundsätzlich noch gar nicht gesagt haben, die Spiele, die hier liegen, sind meistens noch Prototypen und haben noch kein ganz finales Material. Das sollten wir vielleicht noch dazu erwähnen. Genau. Also hier sieht man ja, also auch der Würfel ist noch ein bisschen kunstvoll beklebt. Da ist natürlich dann im Herbst das Material vollständig fertig, zum Teil halt wirklich noch Prototypen, ja. Okay, wunderbar. Dann gehen wir doch mal weiter. Ja, dann gehen wir mal hier rüber. Marc-Uwe Kling bringt mit More Game of Quotes wieder ein Assoziationsspiel raus. Es ist eigenständig spielbar. Dem Thema, es ist halt sehr gut gelaufen bei uns und kommt dann ein weiteres raus. Aber Marc-Uwe Kling kann auch ernsthafte Spiele machen. Und zwar mit Quiztopia, ein kooperatives Quizspiel, wo man im Team versuchen muss, hier diese Fragen aus verschiedenen Themen zu beantworten. Hier hinten liegen die Fragenkarten und Ziel ist es, die Themen liegen auf dieser dunklen Seite. Ziel ist es, dass ich eine Frage oder in einem Thema 2 Antworten richtig stelle. Mit der ersten Antwort wird die Karte auf die helle Seite gedreht und mit der zweiten richtigen Antwort in diesem Thema bekomme ich die Karte und kann das auf mein Tableau hier oben legen. Hier über das Tableau wird bestimmt, wie schwierig die Gesamtaufgabe ist. Sollte ich selber eine Frage nicht beantworten können, kann ich mit Plenumskarten mir Tipps von meinen Mitspielern holen. Wenn ich mehr Plenumskarten einsetze, kann ich auch dafür sorgen, dass wir in der Gruppe entscheiden können, was die richtige Antwort ist. Ah ja, okay. Klingt auch sehr spannend. Ja, gibt es dann auch Herausforderungskarten, um das ein bisschen schwieriger zu gestalten und Hilfe in der Notkarten, wenn es halt gerade mal nicht so gut läuft. Und die beiden Spiele erscheinen... Das Quiztopia erscheint im Herbst und das More Game of Quotes erscheint im Frühjahr. Alles klar. Dann gehen wir mal. Gehen wir mal. Zu Harry Potter, nach Hogwarts, genau. Kurzer Abstecher. Harry Potter, Kampf um Hogwarts. Ein amerikanisches Lizenzspiel, wo wir die Lizenz in Deutschland bekommen haben. Sehr schön. Kooperatives Deckbuilding-Game, also wir spielen mit eigenen Charakteren, die sich im Laufe des Spiels auch entwickeln. Es sind insgesamt 7 Kapitel in diesem Spiel drin, analog den 7 Büchern, die es da dazu gibt. Die Charakter entwickeln sich weiter, man bekommt neue Eigenschaften dazu, es gibt neue Zaubersprüche, die erlernt werden. Ziel des Spiels ist es, dass man als Team natürlich die Bösewichte Hogwarts besiegt und damit dann halt die Schule rettet. Die wiederum haben hier oben Orte, die sie halt immer mehr belagern können und wir, wenn hier immer wieder mehr Steine draufgeladen werden, natürlich auch das Spiel verlieren können. Und es basiert auf dem Film, wie ich sehe, denn es sind echte Bilder aus dem Film verwendet. Es ist ein Lizenzspiel, wo die Lizenz von Warner Bros. Dahinter steht und original Filmschauplätze dargestellt sind. Und ich habe schon sehr viel Gutes über das Spiel gehört. Ja. Erscheint definitiv im Herbst. Ja, sehr schön. Man sieht ja hier, das ist jetzt noch die Originalausgabe, die englische, ne? Auf Englisch noch. Okay, dann drehen wir uns mal um, gehen ein paar Schritte weiter. Gucken wir uns mal ein Spiel in einem sehr kleinen Karton an, Natives. Qualität von dem Spiel, ich als Spieler muss da dazu sagen, es hat dieselbe Qualität wie Machikoro. Also sehr, sehr viel Spiel in einem kleinen Karton. Man führt einen Indianerstamm. Wer hat den hier in der Mitte ausliegen? Das ist quasi meine Stammesauslage, die ich habe. Und ich kann in dem Spiel Indianer anwerben, die mir zusätzliche Aktionen bringen.
Und zwar, wenn ich die hier unten drunter liegen habe, kann ich dann über die Anzahl der Stammesmitglieder entscheiden, wie oft ich die Aktion oben nutzen kann. Ziel vom Spiel ist es natürlich, möglichst viele Punkte zu machen. Punkte kann ich zum einen hier hinten machen, indem ich verschiedene Sachen, Mais anbaue, Lachse fange oder Bisons jage. Die bringen mir am Spielende Punkte. Natürlich kann ich mit einem Krieger auch feindliche Indianer gefangen nehmen, die mir auch Punkte bringen. Das Spiel ist über Jahreszeiten gesteuert und endet, wenn eine Winterkarte kommt. Dann wird die letzte Runde gespielt und es gewinnt der die meisten Punkte hat. Interessant bei dem Spiel ist es, die Punkte hier oben sind eindeutig. Ich kriege für einen Bison 4 Punkte. Bei den Stammesmitgliedern ist es so, ich kriege für die Stammesmitglieder meiner Farbe die Punkte, die drauf sind. Wenn ich Stammesmitglieder bei mir im Stamm habe von anderen Mitspielern, bekommt der am Ende dafür die Punkte. Ich habe den Vorteil, dass ich durch das Stammesmitglied mehr Aktionen habe, aber die Punkte bekommt tatsächlich der Mitspieler. So muss man da halt auch immer gucken, was nehme ich mir jetzt noch von anderen Stammesmitgliedern oder will ich die lieber mit meinem Krieger gefangen nehmen und würde dann jetzt, wenn ich das jetzt zum Beispiel spiele, würde den Krieger spielen, nehme ich hier die beiden und lege die hier oben bei mir dazu und würde die damit gefangen nehmen, ist für mich ein Punkt und für den Mitspieler habe ich die 3 Punkte aus dem Spiel genommen damit. Sehr schlau. Ja. Five-Minute-Dungeon, die Erweiterung, der Fluch des Overlords, es kommt ein 6. Charakter mit dazu und es kommt ein neues Spielelement mit dazu. Das sind hier diese lila Fluchkarten. Die werden ins Deck reingemischt, genauso wie die Dungeon-Karten und die Mini-Bosse, die hier drin sind, kommen die zusätzlich dazu und haben auch dieselbe Funktion. Zusätzlich gibt es aber Flüche. Ein Fluch wird immer dauerhaft ausgelegt. Der ist also so lange aktiv, bis er von irgendjemandem halt verhindert wird. Dafür gibt es natürlich den neuen Charakter und alle Mitspieler bekommen nochmal einzelne Karten, um auch Flüche zu bannen. Wenn nicht alle am Spiel teilnehmen sollten, dadurch, dass es ein bisschen schwerer ist, gibt es dann halt hier super mächtige Artefaktkarten, die halt noch zusätzlich mit dazukommen für die Spieler, wenn man nicht in der vollen Besetzung von 6 Leuten spielt. Damit es auch machbar ist. Damit es auch machbar bleibt, weil es ist eine Erweiterung, aber es wird nicht die Spielzeit erweitert, die bleibt weiterhin bei 5 Minuten. Ja, klar, sonst wäre der Name ja auch schwierig aufrechtzuerhalten. Genau, Erweiterung, jetzt ist es ein 7-Minuten-Dungeon. Nein, so ist es nicht. Seven-Minute-Dungeon. Genau, die Zeit bleibt bei 5 Minuten. Alles klar. Okay. Jetzt kommen wir zu den Partyspielen. Ja, sehe ich doch was aussieht ein bisschen wie Lucky Lux und heißt auch Funky Chicken. Genau. Lässt mich vermuten, dass das irgendwas vielleicht miteinander zu tun haben könnte. Funky Chicken ist ein anderes Lucky Lux, sag ich mal. Es sind andere Bewegungen, die man machen muss. Hüftcheck muss man machen. Swingen, also in den Arm einschließen und im Kreis drehen. Wie ein Hühnchen wackeln und halt im Kreis drehen. Aufmachung ist aber ansonsten ähnlich wie beim Lucky Lux. Es ist sogar noch ein bisschen mehr mit Bewegung. Ja. Lucky Lux waren ja oft nur die Hände und jetzt hat man vollen Körpereinsatz. Richtig, jetzt spielt man mit vollem Körpereinsatz. Und die beiden Spiele kann man auch kombinieren, kann oder? Kann man auch weiterhin kombinieren, genau. Man könnte dann ja, die Farben sind ja dieselben wie beim Lucky Lux. Kartendesign ist genau dasselbe auf der Rückseite, kann man auch ineinander mischen und dann hat man halt sowohl als auch bei den Aktionen dann als Möglichkeiten. Und Monster Match. Und Monster Match liegt hier mit zusammen, da es halt von der Verpackung her sehr ähnlich ist. Beide sind in so einer Neopren-Verpackung. Hier ist vom Spiel so, es liegen Monster aus und es ist ein Reaktionsspiel, man würfelt und muss sich dann entscheiden, ich muss jetzt auf ein Monster tippen mit 4 Augen. Wenn ich das als erstes tue, würde ich dieses Monster bekommen. Natürlich alle, die jetzt ein Monster mit 4 Augen finden, also auch das hätte ja noch 4 Augen, würden die Monster bekommen. Wenn der Kartenstapel durchgespielt ist, gewinnt der die meisten Monster hat. Sollte es mal so sein, dass es eine Kombination gibt, wo ich nichts bekomme, tippe ich auf das Nix, dann darf ich mir eine Karte vom Nachziehstapel nehmen und es werden wieder 10 neue Monster ausgespielt, die dann halt dann mit da drin sind. Ja. Lustig, ist wahrscheinlich auch gut für Kinder, oder? Für Kinder schon geeignet. Wir rutschen auch so ein bisschen schon in diese Kinderecke jetzt rein und werden dann natürlich bei unseren Mitbringspielen und 15 Jahre können Schweine fliegen. Dann bleiben wir doch gerade mal bei den Mitbringspielen, weil das andere ist gerade belegt. Bei den Mitbringspielen haben wir Catan Junior. Ich lag auch eben schon mal beim Catan hinten dabei. Eine Junior-Variante zum Mitnehmen ist aber das ganz normale Catan-Spiel nur in kleiner Verpackung. Natürlich ein kleiner faltbarer Papierspielplan, der halt drin ist, aber ansonsten das normale Catan Junior. Einige Lizenzen, die wieder zurückgekommen sind. Carrera, Let's Go oder Stadtland Würfelspaß, ein Würfelspiel in dem Thema Stadtland spielt.
Okay. Und noch einige andere Lizenzthemen, die wir hier drüben haben. Und was ist was? Mein Körper. Viele kleine Mitbring-Kinderspiele, die wir da wieder neu im Programm haben. Ja, jetzt ist Können Schweine fliegen frei. Bewährtes Spielprinzip nach 15 Jahren, nur mit 30 weiteren neuen Tieren, die dazugekommen sind, die dann halt erraten werden müssen. Man dreht dann das Tier rum und hat dann mit seinen Chips, kann man Eigenschaften legen, die das Tier vermutlich hat. Zum Beispiel haben wir da jetzt, das sieht aus wie ein Knu, was wir hier liegen haben. Das hätte ja jetzt zum Beispiel mal Hufe. Dann würde ich das dann da hinlegen. Das können alle Spieler gleichzeitig wiederum machen. Und dann wird ausgewertet, wer hat Recht mit seinen Aussagen. Und der bekommt halt Pluspunkte, wer halt mit seinen Aussagen falsch liegt, bekommt halt entsprechend Minuspunkte. Wunderbar. Und dann gibt es noch vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Das ist der komplette Titel von dem Spiel, ja. Dem kleinen Maulwurf hat einer auf den Kopf gekackt und will halt rausfinden, wer das war. Das ist ein Laufspiel, ähnlich einem Leiterchenspiel. Das heißt, wenn ich bestimmte Tiere treffe und weiß, wie die ihre Kackehaufen aussehen, kann ich dadurch halt auch weiter nach vorne laufen. Wenn ich natürlich im Spiel auf so einen Kackehaufen drauf trete und dann am Ende zwei auf meinem Tableau liegen habe, muss ich eine Runde aussetzen, weil da muss ich mir nämlich erstmal die Schuhe putzen und am Ende finde ich dann auch raus, wer es war, indem ich einfach das Ziel dann von dem Spiel erreiche. Also ein sehr thematisches Spiel. Ja. Genau. Und halt noch der kleine Drache Kokosnuss, auch wieder ein Laufspiel, was wir haben, passend zu dem aktuell laufenden Kinofilm, den es da dazu gibt. Natürlich thematisch noch mehr Spiele, die wir davon haben. Auch hier, ich würfel, gehe entsprechend in Grün die Schritte nach vorne, nutze die Vorteile vom Spielplan. Wenn ich da auch wieder auf einem Feld stehe mit Füßchen drauf, darf ich die auch wieder nach vorne gehen. Wenn ich allerdings hier dieses Drehsymbol erwürfle, darf ich mit dem Würfel entscheiden, wo der hingelegt wird, würde dann hier drehen und würde damit einen Spieler bestimmen, der diesen Nachteil im Rot oder Vorteil in Grün bekommen würde. Auch hier, wer als erstes im Ziel ist, hat das Spiel gewonnen. Alles klar. Ja, dann sind wir, glaube ich, durch. ein weiteres haben wir. Da sieht man auch noch ganz klar, dass es ein Prototyp ist. Die Schule der magischen Tiere. Eine Buchserie, die sehr, sehr gut funktioniert. Hier der Prototyp vom Spiel. Wir sind die Tierkinder und haben festgestellt, dass alle Tiere versteinert sind. Und jedes Mal, wenn sie von einem Menschen gesehen werden, versteinert das Tier. Und wir müssen uns durch die Stadt schleichen, in die Zoohandlung. Da ist nämlich ein Helfer für uns, der uns dann bei der Heilung aller Tiere wieder weiterhelfen kann. Hier hinten wird ein Drehmechanismus in Gang gesetzt. Jedes Mal, wenn ich dieses Drehsymbol auf dem Würfel würfel und ich muss halt meine Tiere so platzieren, auch in Kooperation mit die Mitspieler können entscheiden, wie zusammengelaufen wird. Man hat also nicht sein eigenes Tier, sondern die ganze Gruppe bewegt man. Und ich muss halt gucken, dass die Tiere immer an Fenstern stehen, wo halt keine Person rausguckt. Okay, klingt auch spannend. Aber das wird dann wahrscheinlich erst zum Herbst erscheinen. Bis zum Herbst rauskommen, Können Schweine fliegen, wird im Frühjahr erscheinen. Genauso wie die anderen beiden Spiele, die wir uns eben zum Schluss angeguckt haben. Alles klar. Ja, dann sind wir jetzt durch mit unserem Rundgang. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich denke, die Zuschauer haben einen guten Einblick bekommen in eure Neuheiten, wissen jetzt auch, wann sie sich auf eure Neuheiten freuen können. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Gerne.